Große Kulisse in der Sport- und Kongresshalle. 289 junge Berufsanfänger der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern zwischen 16 und 35 Jahren legten feierlich ihren Diensteid ab. Sie schworen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Die jungen Menschen hatten sich von insgesamt 1656 Bewerbern für eine zweijährige Ausbildung oder ein dreijähriges Bachelorstudium durchgesetzt. Unter ihnen war auch der Güstrower Julian Janz. Der 20-Jährige begründet, warum er sich für den Beruf eines Polizisten entschieden hat. Also erstmal ist das schon ewig ein Traum von mir gewesen, tatsächlich von der Kindheit an. Mein Großvater war selbst bei der Polizei, viele Jahre lang, und dadurch konnte ich auch aus seinen Erzählungen halt viel lernen. Aber davon mal ab, ist es ein abwechslungsreicher und spannender Beruf. Und ich erhoffe mir viel. Ich denke, ich werde viel durchs Land kommen, durch ganz MV, viel erleben. Und das war mir wichtig bei meiner Berufswahl, dass es nicht so eintönig wird. Und deswegen bin ich zur Polizei gegangen. Dr. Marion Rauchert, Direktorin der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege, begrüßte die angehenden Polizisten und die ca. 1300 Angehörigen und Freunde, die zur Vereidigung gekommen waren. Sie verwies auf die guten Rahmenbedingungen, die die Azubis und Studenten in Güstrow vorfinden. Auch Bürgermeister Arne Schuld warb in seinem Grußwort für die Barlachstadt. Neben einem großen Campus habe sie interessante Museen, die Oase, den Wildpark und die ein oder andere angesagte Kneipe zu bieten. Die Festrede hielt Innenminister Lorenz Kaffier. Er berichtete, dass die Landesregierung eine Abkehr vom jahrzehntelangen Spardiktat, das auch bei der Polizei Spuren hinterlassen habe, vollziehe und künftig mehr Personal einstellen werde. Das, sagte er, eröffne Karrierechancen für die jungen Leute.